Kleinen Spaß hat auch er noch am Rasen. Rennrodler Georg Hackel. Seit 19 Jahren brettert er nun schon die Rodelbahnen herunter. Und vor der neuen Saison verkündete der 35-Jährige sogar: Ich mache Fortschritte. Und dafür hat der Hackel-Schorsch im Urlaub im Club der Besten auch hart gearbeitet. Fast täglich war er im Kraftraum oder beim Physiotherapeuten. Mein Kollege Timon Saatmann hat den Therapeuten mit ihm geteilt. Man könnte es fast glauben, doch auch Schorsch Hackel wird nicht jünger. 35 ist er inzwischen und motivierter denn je. Doch die Muckis mucken. Fast täglich behandelt es Sven Kruse im Robinson-Club Nobilis den Hackel-Schorsch. Man hat einen gewissen Verschleiß in den Gelenken, hauptsächlich in der Wirbelsäule, die bei uns im Rodelsport sehr beansprucht wird. Und dann tut es gut, wenn das ab und zu wieder richtig aufgelockert wird. Viele Athleten im Club der Besten kommen zu Physiotherapeut Sven Kruse aus Hema im Sauerland. Er massiert Sandra Völker die nach der Saison müden Beine, trainiert mit Boxweltmeister Sven Ottke vor seinem nächsten Kampf. Der Deutschlandachter der Ruderer, das Team Telekom sind Patienten bei Sven Kruse. Vielleicht macht er im Trainingslager auch Radprofi Jan Ulrich für sein neues Team fit. Gerade die Ü30er wie Doppel-Olympiasiegerin Claudia Pechstein oder eben Schorsch Hackel wissen ihn zu schätzen. Physiotherapeut ist absolut wichtig. Sonst könnte man in meinem Alter überhaupt keinen Leistungssport mehr machen. Wenn man die 30 Jahre überschritten hat und der Schorsch, der ist schon über 20 Jahre im Wettkampfgeschehen dabei, dann nimmt er natürlich von Jahr zu Jahr Altlasten mit. Das heißt, das sind Verletzungen, die sich summiert haben über 20 Jahre. Und für Hackel-Schorsch gibt es weiter Streicheleinheiten, denn 4 Jahre will er noch weitermachen und mit 39 in Turin seine 6. Olympischen Spiele rodeln. Und der Therapeut sah kräftiger aus als alle Sportler zusammen. Weitere Sportmeldungen aus aller Welt jetzt in der Zusammenfassung. Es geht los mit